Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video vom Le Camping Car. Heute mit der Ausgabe 102 und meiner Freundin Lilly. Ja, sitzen wir heute zusammen auf dem Sessel. Sie wollte nicht weichen, sie hat den Sessel für sich in Anspruch genommen und ja, ich dachte mir, jetzt muss ich mich aber kurz hinsetzen für mein Video und ja, Madame wollte nicht runter, hat mir aber gütigerweise Platz gemacht. So denn, überlasse ich ihr den Platz wieder und setze mich an den Schreibtisch und wir schauen mal rein, was für Teile dabei sind und was wir heute machen dürfen. Ja, dann packen wir erstmal aus. Dann haben wir hier das Heft. Übrigens schaue ich gerne nochmal nach, ob wirklich, ja, also ab der 100 würde ich jetzt meinen, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, ab der 100 sind im Heft nicht mehr so viele Seiten drin wie ursprünglich oder wie die Ausgaben davor. Es endet hier sozusagen mit der Seite 7. Also quasi nur noch eine Seite mit Informationen und der Rest ist dann nur noch Bauanleitung ausschließlich. Und ihr seht, es ist überschaubar. Und ja, auch die Teile. Es sind wieder große Teile mit dabei, aber war ja zu erwarten, denn ja, alle Wände im Wohnmobil haben eine Außen- und Innenwand bekommen. Und die Außenwand von der Rückwand haben wir ja schon zusammengebaut. Die liegt ja hier, die kennt ihr ja schon. Und jetzt wird sozusagen das Fenster eingebaut. Auch das kennen wir schon, diese Prozedere. Und ja, jetzt sozusagen auch die Innenwand inklusive Fenster für die Rückwand. Hier sind auch direkt die Schrauben CP und DP. Dann haben wir hier alles zugehörig zum Fenster und ein kleines Lampenteil. So, ich denke, alles ist draußen. So, womit wollen wir denn anfangen? Ja, damit, was die Anleitung uns vorgibt, womit wir anfangen sollen. Macht ja Sinn. So, ich lasse das einfach im Blister und baue von da aus, wenn ich es denn aufbekomme. Ach so, es ist schon auf. Es ist kein zweiter Blister drüber. Hätte ich auch von selbst drauf kommen können. So, die Lampe brauchen wir noch nicht. Wir brauchen aber schon mal den ersten Fensterrahmen. Und wir brauchen das. Ach so, wir brauchen dieses Teil. Hier wird quasi das Fenster drin verschraubt. Ja. Muss bloß gucken, wie rum. Könnte auch so rum sein. Oder so rum. Habe ich wirklich das richtige Teil? Das sieht mir so unpassend aus. Also ja. Ach so. Es wird hier bloß reingesetzt und dann verschraubt. Ah ja. Ich suche nämlich die ganze Zeit. Hier sind Schraubenlöcher drin. Ich weiß gar nicht, wie ihr das sehen könnt. Hier sind Schraubenlöcher drin. Und ja, dieser Fensterrahmen hat ja auch nochmal Aufnahmen für Schrauben. Allerdings sitzen die woanders. Das soll aber so. So, dann kommen die Fenster eingelegt. Wenn ich denn den Blister aufbekomme und hier ist es tatsächlich ein verschlossener Blister. So, ja, die Teile sind identisch. Das heißt, hier ist es jetzt nicht relevant, darauf zu achten. Hoppala, welches Teil wohin gehört. Also schon. Genau. Nichts, was wir ja nicht schon kennen. Dann kommt der Deckel drauf. Hier müssen wir natürlich jetzt genau aufpassen. Aber das sieht gut aus. So, und dann können wir das Ganze verschrauben mit 4 CP-Schrauben. 8, wenn man es genau nimmt, denn wir haben auf jeder Seite zwei Löcher. Und zwar wird einmal das Ganze mit dem Rahmen verschraubt, mit dem unteren Rahmen und mit den anderen Schrauben wird das Ganze dann quasi an der Wand befestigt.
Gut. Dann wollen wir mal. Schraube haben wir. Mit welchen sollen wir denn anfangen? Ah ja. Erst an der Wand verschrauben. Am besten nicht zu fest, sonst können wir die, ja, die Fenster später nicht mehr so leicht auf- und zumachen, also öffnen und schließen. Ja. Das heißt, immer mal wieder probieren, aber das macht ja auch erst Sinn, wenn auch wirklich alle Schrauben nachher drin sind. Werden denn die beiden Hälften auch schon miteinander verschraubt? Ja, deswegen, mir kommt das so vor, als wären die Schrauben nicht ausreichend genug, weil wenn ich jetzt mal umblätter, ich schau mal, nee. Tatsächlich werden die beiden Wandhälften jetzt noch nicht verschraubt. Man hätte ja diesen Schritt auch schon gleich mit reinnehmen können. Weil so habe ich jetzt noch zwei weitere Teile rumzuliegen. Große Teile, muss man dazu sagen. Aber gut, sei es drum. So. Ich habe die jetzt alle noch gar nicht auf Anschlag. Das heißt, ich schraube jetzt erstmal nur rein. Die kann ich schon festmachen an und für sich. Aber ich muss immer mal wieder testen. Das mache ich aber erst, wenn alle Schrauben drin sind. Ja, wie fest ich die Schrauben drehen kann. Denn ich möchte ja, dass die nur die Fenster auf und zu machen kann. Das ist mir ein Bedürfnis. So, die ist auch fest. Hoppla. So. Machen wir das hier gleich noch fest. Und dann noch eine. Und dann haben wir alle 8 Schrauben drin. 2 bleiben übrig. So. Also es scheint leichtgängig auf und zu gehen. Das heißt, wir können jetzt die Schrauben hier noch etwas fester ziehen. Scheint sich aber auf die Leichtgängigkeit im Moment nicht auszuwirken. Gut, eine fehlt noch, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das den Kohl jetzt so fett macht. Nö. Lässt sich also auch leicht öffnen und schließen. Ja, okay, gut. Schrauben sind alle fest. Hoppala. Ja, leider halten die Bits nicht mehr in dem, in der Bitaufnahme. Aber sich jetzt deswegen neues Werkzeug zu kaufen, das muss ja nicht sein. Gut, haben wir. Das ist ja schon mal schön. Das heißt, die übrigen 2 Schrauben tun wir zurück ins Beutelchen. Wobei, kann ich eigentlich wegwerfen, weil ich habe so viel Schrauben, glaube ich, noch übrig. Vor allem CP. Jetzt auf den Endsport brauche ich auch nicht mehr anfangen zu sammeln, weil ich einfach noch so viele habe. So, dann haben wir noch das Lämpchen, was hier, wenn ich das richtig sehe, eingesetzt werden soll. Jawohl. Das legen wir kurz zur Seite. Und dann kommt hier das Lämpchen rein und wird mit den DP-Schrauben befestigt. Das ist, glaube ich, nachher das Hochbett. Eins der beiden Hochbetten bekommt also eine Leselampe oder ein Nachtlicht. Spannend, spannend. Spannend wird das Ganze nachher einzubauen. Und wie gesagt, spannend finde ich, wird es nachher sicherlich auch mit der ganzen Verkabelung, wie die Kabel vor allem unterm Fahrzeug verlegt werden sollen. Weil das sieht mir im Moment noch sehr durcheinander
und unorganisiert aus. Und dann hoffe ich natürlich, dass am Ende, wenn das alles fertig ist, auch noch alle Lampen leuchten. Wäre ja tragisch, wenn nicht. So, damit war es das eigentlich auch schon wieder. Kurz und knackig, kein großer Akt. Lege ich zusammen, Heft schlage ich zu und dann sind wir am Ende. So, ihr seht, ich sitze wieder allein auf meinem Sessel. Lilly hat sich verzogen und ja, wir sind am Ende mit der Ausgabe 102. Das war wieder mal eine recht kurze Folge, kurz und knackig. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, aber ich kann euch versprechen, wir montieren in der Ausgabe oder ab Ausgabe 103 am zweiten Fahrrad. Das wird also wieder sehr spannend, spektakulär und umfangreich. Ich nehme an, dass auch das zweite Fahrrad über 4 Ausgaben verteilt zusammengeschraubt werden darf. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit der Ausgabe 103. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.